In Vaticano diese Woche. Papst Franziskus hat den diplomatischen Chor in seiner ersten Audienz im neuen Jahr empfangen. Während der Messe am Fest der Taufe unseres Herrn hat er eine flammende Predigt gehalten und selbst 33 Kinder getauft. Die Beziehungen des Vereinten Königreiches mit dem Heiligen Stuhl jähren sich zum 100. Mal und ein einmaliges Programm hilft Verstümmelten aus Haiti. Ein eindrucksvoller neuer Flügel des nordamerikanischen Kollegs in Rom wurde fertiggestellt und US-Soldaten helfen dem philippinischen Kolleg in Rom. All dies und ein Kreuz erstrahlt wieder in seinem ursprünglichen Glanz, dank dieses Kardinals. All dies jetzt, hier in Vaticano. Traditionell die erste Audienz des Papstes jedes Jahr, der am Heiligen Stuhl akkreditierte diplomatische Korps. In seiner umfangreichen Rede sprach sich Franziskus deutlichst gegen gewalttätige Konflikte in verschiedenen Ländern aus, darunter auch im Mittleren Osten. Der Nahe Osten wird leider auch von anderen Konflikten heimgesucht, die sich schon zu lange hinziehen und deren Kehrseiten fürchterlich sind, auch aufgrund des sich ausbreitenden Terrorismus fundamentalistischer Gruppen in Syrien und im Irak. Dieses Phänomen ist die Folge der in Bezug auf Gott angewandten Wegwerfkultur. Denn noch bevor der religiöse Fundamentalismus die Menschen ausschließt und schreckliche Massaker verübt, lehnt er Gott selber ab, indem er ihn zu einem bloßen ideologischen Vorwand macht. Angesichts solcher ungerechter Aggression, die auch die Christen und andere ethnische und religiöse Gruppen in der Region, wie zum Beispiel die Jesiden, heimsucht, ist eine einhellige Antwort nötig. Diese muss im Rahmen des internationalen Rechts die Ausbreitung der Gewalt stoppen, die Einigkeit wiederherstellen und die tiefen Wunden heilen, welche die Aufeinanderfolge von Konflikten geschlagen hat. Hier an dieser Stelle richte ich daher einen Appell an die ganze internationale Gemeinschaft sowie an die einzelnen betroffenen Regierungen, dass sie konkrete Initiativen für den Frieden und in Verteidigung all derer ergreifen, die unter den Auswirkungen des Krieges und der Verfolgung leiden und gezwungen sind, ihre Häuser und ihre Heimat zu verlassen. E sono costretti a lasciare le proprie case e la loro patria. Nur einen Tag vor seiner Abreise nach Sri Lanka und auf die Philippinen betete Papst Franziskus den Angelus auf dem Petersplatz. In seiner Meditation über den Festtag der Taufe Christi betonte er die Wirksamkeit des Gebetes zum Heiligen Geist. E poi la discesa dello Spirito Santo. Anschließend ereignet sich die Herabkunft des Heiligen Geistes in Form einer Taube. Dies gestattet es Christus, dem Gesalbten des Herrn, seine für uns heilbringende Sendung zu beginnen. Dieser Heilige Geist ist der große Vergessene in unseren Gebeten. Oft beten wir zu Jesus. Wir wenden uns vor allem im Vaterunser zum Vater. Allerdings beten wir nicht oft zum Heiligen Geist, nicht wahr? Er ist der Vergessene. Wir müssen jedoch um seine Hilfe, seine Stärkung und seine Eingebung bitten. Der Heilige Geist, der unser Leben und die Sendung Jesu voll und ganz belebt hat, ist der, der heute das christliche Dasein, die Existenz eines Mannes und einer Frau führt, die sich als Christen bezeichnen und als solche leben wollen. Am selben Tag zelebrierte er eine Messe in der Sixtinischen Kapelle, während der er 33 Kinder taufte, 20 Jungs und 13 Mädchen. In seiner Predigt ermahnte er die Eltern, ihre Kinder im Glauben zu unterrichten. Es ist der Glaube an die Kirche. Das ist sehr wichtig. Die Taufe führt uns in den Körper der Kirche, gliedert uns ein in das heilige Volk Gottes. Es ist der Glaube von Maria, unserer Mutter, der Glaube des heiligen Josef, des heiligen Petrus,
des heiligen Andreas, der Glauben der Aposteln und der Märtyrer, der sich mit uns durch die Taufe vereint. Eine Kette der Glaubensweitergabe. Das ist etwas Wunderschönes. Ihr Familien nehmt das Licht des Glaubens von ihm und gebt dieses Licht weiter an eure Kinder. Lehrt eure Kinder, dass man unmöglich außerhalb der Kirche Christ sein kann. Man kann Christus nicht ohne die Kirche folgen, denn die Kirche ist Mutter und sie lässt uns in der Liebe zu Christus wachsen. Es war eine beeindruckende Zeremonie in der Sixtinischen Kapelle. Ein besonderer Moment für die Eltern und natürlich auch für die Säuglinge. Der Heilige Stuhl und das Vereinte Königreich feiern ein Jahrhundert diplomatischer Beziehungen. Krieg brachte sie zusammen. Gemeinsam suchen sie bleibenden Frieden. Wir haben die Beziehungen 1914 aufgenommen. Grund war der Erste Weltkrieg. Es sollten Wege gefunden werden, Konflikte zu vermeiden und die Mächte an einen Tisch zu bringen, um Frieden zu schaffen. Benedikt XV. War zu der Zeit sehr aktiv. Dies alles ist auch heute noch sehr bedeutsam. Mein Vorgänger Sir Henry Howard, ein Diplomat und Katholik, leitete eine Sondermission Englands am Heiligen Stuhl, um mit dem Heiligen Stuhl Themen wie Frieden, Krieg und Konflikt zu besprechen. Henry Howard machte exzellente Arbeit und arbeitete bis 1916. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde diese besondere Mission eine ständige Mission, die zur Delegation ausgebaut und 1982 zu einer vollständigen Botschaft wurde. 100 Jahre später existieren wir immer noch. Man könnte also sagen, dass es ein gutes Element war, das aus dem katastrophalen Ersten Weltkrieg hervorging. Seit 1914 haben wir große Fortschritte gemacht. Es gab einige Besuche des Königshauses am Heiligen Stuhl, verschiedener Art. Manchmal inoffiziell, manchmal privat, manchmal offiziell. Ihre Majestät, die Königin, ist bereits mehrere Male nach Rom gereist. Sie ist, wenn ich mich recht erinnere, 5 Päpsten begegnet. Ihr erster Besuch hier war noch bevor sie Königin wurde, um sich mit Pius XII. Zu treffen. Dieses Jahr hatte sie eine Audienz mit Papst Franziskus. In jüngster Zeit reist sie nicht sonderlich viel, was ihre Reise noch bedeutender macht und zeigt, wie viel England an den Beziehungen mit dem Heiligen Stuhl liegt. Denn es war ein Treffen, das von ihr ausdrücklich gewollt wurde. Papst Benedikts Besuch vor 5 Jahren war ein großer Schritt. Mit der Gestalt des seligen John Henry Newman wurden die Bande zwischen Katholiken und Anglikanern weiter gestärkt. Der Besuch Papst Benedikts im Jahr 2010 war ein großer Schritt vorwärts. Es war ein offizieller Staatsbesuch mit voller Unterstützung der Regierung. Ihre Majestät, die Königin, empfing Papst Benedikt zu Beginn seiner Reise. Riesige Menschenmassen versammelten sich und während seiner historischen Ansprache in der Westminster Hall wurde er von den britischen Lords förmlich umringt. In Westminster, dem Herzen des Anglikanismus, gewann die Seligsprechung Kardinal Newmans besondere Bedeutung, der selber eine anglikanische Vergangenheit hatte und nun ein seliges Mitglied des katholischen Glaubens ist, der Anglikaner und Katholiken in seiner Person vereint. Heute sind die Beziehungen zwischen dem Heiligen Stuhl und England deutlich sichtbar und setzen damit eine lange Tradition fort. Der vergangene Samstag war ein besonderer Tag für ein Land, Haiti. Papst Franziskus rief ein außerordentliches Gipfeltreffen ein, 5 Jahre nach dem katastrophalen Erdbeben in Haiti im Jahr 2010. Das Erdbeben zerstörte einen Großteil der Hauptstadt Port-au-Prince. Mehr als 230.000 Menschen verloren ihr Leben. 1,5 Millionen Menschen wurden obdachlos. Bischöfe und Kuriale aus Haiti nehmen an dem Treffen im Vatikan teil. Sie wurden auch in päpstlicher Audienz empfangen. Viel ist schon geschehen, um diesem Land zu helfen.
Aber trotzdem dürfen wir die Tatsache nicht verschleiern, dass es noch viel zu tun gibt. Das, was schon getan ist und das, was mit der Hilfe Gottes noch getan werden muss, baut auf den folgenden Säulen auf: die menschliche Person, die kirchliche Gemeinschaft und die Ortskirche. Die Person ist im Zentrum des kirchlichen Wirkens. Wir haben gerade Weihnachten zelebriert und die Menschwerdung ist es, die die Bedeutung des Menschen für Gott zeigt, der selber die menschliche Natur annehmen wollte. Unsere Sorge muss es sein, dem Menschen zu helfen, jedem einzelnen Menschen, und ihm die Möglichkeit zu geben, als vollkommene Person zu leben. Die Kolumbus-Ritter haben sich mit einer medizinischen Organisation zusammengetan, um ein Projekt zu entwickeln, das fruchtbare Arbeit für Menschen leistet, die Gliedmaßen verloren haben. Als wir begannen, die Situation vor Ort zu sehen, vor allem für Kinder und Jugendliche, entschieden wir uns, dass Rollstühle zwar sehr gut seien, wir aber mehr machen konnten. Wir haben mit dem Projekt MediShare zusammengearbeitet, um Prothesen für Kinder zu entwickeln. Wir begannen ein Projekt mit $1 Million, das dann zu einem $2 Millionen-Projekt heranwuchs. Aber was wir mit den Haitianern vor Ort und mit viel freiwilliger Hilfe erreicht haben, sprengt bereits die Grenzen des Projektes bei weitem. Wir haben schließlich ungefähr 25.000 Menschen geholfen und 1.000 Jugendlichen Prothesen geschenkt. Das führte zu unserer Entscheidung. Wir konnten ein Loch füllen, das bisher noch niemand füllen konnte. Und mit einem guten Partner waren wir sehr erfolgreich. Das Projekt heißt Healing Haiti's Children, Haitis Kinder heilen, und ist auf vielerlei Weise einmalig. Es lindert die Leiden der haitianischen Bevölkerung, körperlich wie seelisch. Das Programm Healing Haiti's Children hat sich zum Ziel gesetzt, jedem Kind in Haiti, dem ein Gliedmaße fehlt, sei es durch eine Katastrophe oder von Geburt an, mit einer Prothese auszustatten. Eine besondere Eigenschaft des Programms ist, dass wir nicht nur Prothesen zur Verfügung stellen und dann wieder abreisen, sondern dass wir die Haitianer lehren, anderen Haitianern zu helfen. Wilfred Messina, der hier gerade Fußball spielt, ist Vollzeitbeschäftigter und stellt Prothesen für Kinder in Haiti her. Er wurde von MediShare eingestellt und arbeitet für die Initiative. Project MediShare in the Healing Haiti's Children's Program. Einer der ersten Patienten war Wilfred Messina, der ein Metallarbeiter war, bevor er sein Bein während des Erdbebens verlor. Nachdem er die Prothese erhielt, lebte er seinen Traum als Sportler aus und hilft selbst Kindern durch Prothesenherstellung. Ich war die erste Person, die von den Kolumbus-Rittern und der Organisation MediShare eine Prothese erhalten hat. Am ersten Tag, gleich 5 Minuten, nachdem ich meine Prothese erhalten hatte, versuchte Robert Galey, mir zu erklären, wie ich sie benutzen kann. Er konnte mich aber nicht finden. Ich war bereits draußen und sprach mit meinen Freunden und anderen Patienten, um ihnen Inspiration zu geben, dass ihr Leben nicht vorbei ist, und ihnen Mut zu machen, dass sie wieder laufen können und dass sie all das tun können, was sie vorher mit 2 Beinen tun konnten. Papst Franziskus zu begegnen, war nicht nur ein besonderer Moment für ihn, sondern für ganz Haiti. Ich denke, das war eine einmalige Sache für uns. Es ist schließlich nichts Normales, einfach den Papst zu treffen. Wir kamen von weit her aus Haiti und ich denke, es scheint so, als wären wir gar nicht behindert. Wir können das Leben anderer Menschen auf Haiti verändern. Wir sind die Botschafter Haitis. Also ist es nicht nur für uns etwas Besonderes, hier zu sein, sondern für ganz Haiti, das wir repräsentieren. Messina ist heute auch Teil der Fußballmannschaft und setzt damit ein deutliches Zeichen. Das Team ist so beeindruckend in vielerlei Hinsicht. Es zeigt die Hartnäckigkeit und den Geist der Haitianer. Aber es zeigt auch, wie Menschen, selbst mit wenigen materiellen Dingen, einen wirklichen Beitrag mit ihrem Willen, mit ihrer Hingabe und mit ihrem guten Willen machen können. Die Zusammenarbeit zwischen den Vereinigten Staaten und Haiti und dem haitianischen Team, das an den Paralympics teilnimmt, waren für alle für uns eine Inspirationsquelle.
Das nordamerikanische Kolleg in Rom wächst und gedeiht. Am 6. Januar, dem Fest der Heiligen Drei Könige, weihte Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin einen neuen Flügel des Gebäudes ein. Eine großzügige Spende einer einzigen Familie, der Malvas, ermöglichte den Bau. Es ist ein Geschenk Gottes für die Formation des aus allen Nähten brechenden Seminars. Die Möglichkeit, ein Gebäude mit diesen Ausmaßen zu bauen, war vor 20 Jahren noch unvorstellbar. Der Bau ist ein Zeichen, ein sichtbarer Beweis, der nicht nur für das Kolleg gebraucht wird, sondern für die ganze USA, da nämlich das Kolleg mehr und mehr Diözesen in Amerika mit der Ausbildung ihrer Seminaristen bedient. Die Berufungen zum Priestertum steigen in Qualität und Quantität. Und ich denke, dies ist das Herzstück einer Hoffnung und einer Verheißung. Der neue Flügel beinhaltet Büros, Begegnungssäle, Klassenräume, eine Privatkapelle und einen Übungsraum für die Heilige Messe und Sakramente. Ein außergewöhnlicher Turm hat eine Aussicht auf Rom, die einem den Atem verschlägt. Der Turm bringt ein zweifaches Element. Erstens, auf ganz reale Weise, indem man sich an die Worte des Italieners Giorgio Frassati erinnert, der sagte, verso l'alto, in die Höhe. Ist ja eine gute Erinnerung hier für uns im Kolleg, dass die Natur und die Herausforderung der schönen Berufung, die wir auf uns nehmen, ist, dass wir in die Höhe streben müssen. Wir müssen Menschen in den Himmel geleiten. In dem Sinne hat der Turm eine geistige Bedeutung. Die Ausbildung hat sich verändert. Es gibt neue Dinge in der Kirche, neue Bedürfnisse in der Priesterausbildung. Unsere Gebäude wurden vor 60 Jahren gebaut und es gab einfach keine Räumlichkeiten für die Dinge, die gemacht werden mussten. Jetzt haben wir ein modernes Gebäude, das viel besser den Anforderungen entsprechen kann, die jungen Männer in ihren Jahren hier darauf vorzubereiten, was sie in ihrem Leben erwarten wird. Die neuen Klassenzimmer sind von großem Nutzen und die Übungskapelle wird für sie nützlich sein. Besonders für die Homiletik, die Messe und die Einübung der Sakramentenspendung. Der Lesesaal bietet ihnen einen Ort, wo sie sich entspannen und lesen können. Auch außerhalb ihrer kleinen Zimmer. Das Ganze nicht als Bibliothek gedacht, sondern als ein etwas komfortablerer Ort. Dieser Campus des nordamerikanischen Kollegs, kurz NAC, wurde 1953 als zweites Gebäude für amerikanische Seminaristen und Priester in Rom neben der Casa Santa Maria eingeweiht. Das erste Haus existierte seit der Mitte des 19. Jahrhunderts. Der neue Flügel hat eine Gesamtfläche von ca. 3500 Quadratmetern, verteilt auf 10 Stockwerke und befindet sich neben den alten Strukturen des NAC auf dem Gianicolo-Hügel, nur einen Katzensprung vom Vatikan entfernt. Die neue Kapelle ist dem heiligen Johannes Paul II. Gewidmet und beinhaltet eine Reliquie von ihm. Die Kirche ist eine missionarische Kirche. Um diese Wirklichkeit besser zu verstehen, nehmen eine Gruppe von Diakonen an einem besonderen Kurs in Rom teil. Jeder kann an diesem einmonatigen Kurs teilnehmen, wo Erfahrungen geteilt und Strategien entwickelt werden. Der Kurs wird von den missionarischen Schwestern des heiligen Paul Calvert organisiert, einer Ordenskongregation des päpstlichen Rechts, das im Dienst der missionarischen Kirche steht. Wir verrichten eine Vielzahl an Arbeiten. Ein Teil unseres Charismas ist der missionarische Eifer. Worum geht es da? Es geht darum, Christus zu teilen. Mit denjenigen, die ihn noch nicht kennen und denjenigen, die ihn bereits kennen. Es geht darum, seine Glaubenserfahrung zu teilen. Mission ist genau das. Indem er Mensch wurde, kam Gott hernieder in die menschliche Kultur. Das ist unser Beispiel. Jeder von uns ist dazu berufen, dasselbe zu tun. Jeder von uns ist ein Geheimnis. Es ist in diesem Geheimnis von dir und mir, dass wir Gott finden können. Die Kongregation wurde 1894 von der seligen Maria Teresa Ledochowska in Salzburg, Österreich gegründet. Heute ist sie mit 43 Gemeinschaften in 23 Ländern präsent. Jedes Land muss mit einer anderen Strategie angegangen werden und jedes Land bietet den Missionaren eine eigene, besondere Erfahrung. Each particular place is so unique. Jeder Ort hat seine besonderen Eigenschaften.
Man muss mit einem offenen Verstand und einem offenen Herzen dorthin gehen. Jedes Land hat seine Eigenheiten und diese Eigenheiten muss man suchen. Als ich in Amerika war und dort 3 Jahre für meine Ausbildung verbracht habe, hat mich besonders berührt, dass es dort so stark gelebten katholischen Glauben gibt und dass die Menschen sehr großzügig sind. Momentan befinde ich mich in Italien. Nun, was kann ich über Italien sagen? Es ist ein wunderbares Land und hat eine große Geschichte hinter sich. Eine Geschichte, die man auf Seiten von Geschichtsbüchern finden kann, die aber hier vor Ort lebendig ist. Jeder Stein hier in Italien erzählt eine Geschichte. Und diese Geschichte ist nicht nur Vergangenheit, sondern man selber wird Teil von ihr. Heute können wir uns also fragen, wie werde ich die Seite der Geschichte schreiben? Today, how am I going to write this page of history? Die Claverianischen Schwestern helfen, diesen Kurs zu organisieren und unterstützen ihn mit Gebet und Spendensammlungen. Immer in Bedacht ihres Mottos, alles für alle. Verlasse alles und du wirst alles bekommen. Die Beziehungen zwischen dem philippinischen Kolleg und der US Navy sind vielleicht etwas nicht ganz Alltägliches. Diese 40 Freiwilligen kamen zum römischen Hauptquartier für Philippiner in Rom, um zu helfen. 40 Matrosen sind gekommen, um ihre Zeit freiwillig zur Verfügung zu stellen, um hier zu arbeiten und Dinge zu reparieren. Es geht vor allem darum, einige Räume zu streichen und den Haupteingang. Wir sind sehr glücklich darüber, dass sie uns Hilfe anbieten. Die Soldaten sind Teil einer Einheit, die danach strebt, bessere Beziehungen mit der Gemeinschaft vor Ort aufzubauen. Und sie werden mit offenen Armen empfangen. Wir kamen heute hierher, um unsere Zeit dafür aufzuwenden, dieser Gemeinschaft zu helfen. Zu helfen, wo wir auch können. Teil des Grünen Expeditionskorps zu sein bedeutet, Botschafter der Vereinigten Staaten zu sein. Und wir helfen den Gemeinschaften, die wir besuchen, wenn wir um die Welt reisen. Das Kolleg wurde vom heiligen Johannes dem 23. vor 50 Jahren gegründet und dient als Hauptquartier für alle philippinischen Priester, die nach Rom zum Studium kommen, um sich auf ihre zukünftige Arbeit vorzubereiten. Die US-Soldaten haben mit viel Eifer dabei geholfen, Teile des Kolleges neu zu streichen. Als ich von der Möglichkeit hörte, hier zu helfen, habe ich mich freiwillig gemeldet, um der Gemeinschaft etwas zurückzugeben. Das gefällt mir. Ich mag das. Als ich heute Morgen aufgewacht bin, wusste ich nicht genau, was mich erwarten würde. Ich wusste nur, dass wir nach Rom gehen und einem Seminarkolleg helfen werden. Was auch immer wir tun können, um zu helfen, ich freue mich sehr, das zu tun. Der Rektor des philippinischen Kollegs, Pater Gaston, freut sich sehr über die Hilfe und hofft, dass die guten Beziehungen in Zukunft weiter gestärkt werden. Wir sind seit 20 Jahren mit der US Navy in Kontakt und sie haben uns viel geholfen, auf diese oder jene Weise. Manchmal erhalten wir sogar Nahrungsmittel von ihnen. Sie sind immer bei uns herzlich willkommen. Dies ist nur ein Ereignis und eine Aktivität ihrer gemeinschaftlichen Beziehungen, von denen wir profitieren. Wir freuen uns immer sehr über Ihren Besuch. In dieser römischen Kirche wurde ein Schatz gehoben. Das alte Gebäude geht auf das antike Rom zurück und wird traditionell als Ort angesehen, an dem die erste öffentliche Messe nach den christlichen Verfolgungen zelebriert wurde. In ihr befindet sich ein einmaliges Kreuz, das vor kurzem von einem US-Kardinal wiederentdeckt wurde. Den letzten Studien während und nach der Restauration gemäß geht das Kreuz auf das 13. Jahrhundert zurück. Es ist damit eines der ältesten Kreuze in Rom. Es befand sich hier in der Kirche Santa Maria in Trastevere seither. Es ist ein Kreuz, das nicht nur historisch in sich Bedeutung hat, sondern auch Bezug zu dieser Kirche. Hier praktiziert eine der ältesten Gemeinden Roms. Der Tradition gemäß ist diese Kirche tief mit der Spiritualität des heiligen Petrus verknüpft, die seit 2000 Jahren in Rom vorherrscht. Kardinal Stafford enthüllte diesen versteckten Schatz und begriff sofort, dass das Kreuz eine dringliche Botschaft vermittelte,
gerade an die Menschen, die um die Kirche herum leben. My own interest in it, mein eigenes Interesse an ihm kommt daher. Ich wohne ganz in der Nähe und gehe oft in dieser Gegend spazieren, seitdem ich 1997 hier hingezogen bin. Ich sehe immer viele Menschen, die sehr, sehr arm sind. Eine Schaffung der Mittelschicht steht nicht im Zentrum meines Interesses. Aber viele junge Menschen sind arm im Geiste. Das heißt, sie sind ihrer eigenen Seele sehr entfremdet, sich selbst und auch Gott. Ich bin an denen interessiert, die Italiener trefflich senza tetto, Kopf oder Dachlos, Menschen ohne Dach nennen. Es gibt viele von ihnen, junge und alte, Männer und Frauen, die alle ehemals beschäftigt waren, jetzt aber arbeitslos sind. All formerly employed, but unemployed now. Das Kruzifix hat dem Kardinal Trost gespendet. Daher kam er auf die Idee, Geld zu sammeln, um die schöne Botschaft der christlichen Barmherzigkeit zu verbreiten. When I first came, I went to the chapel. Als ich zum ersten Mal hier hingekommen bin und vor dem Kreuz gebetet habe, da konnte ich es nur von fern sehen. Es war durch ein Metallgitter abgetrennt. Man konnte nicht hineingehen. Aber ich habe es angesehen und selbst durch die dunkle Farbe hat es auch auf mich einen Eindruck vermittelt, der Generationen überdauert hat. Es hat seine Anziehungskraft, selbst über Jahrhunderte hinweg, nicht verloren. Ich habe sofort verstanden, dass das Mitleid zwischen Mutter und Sohn und Mutter für die armen Leute wichtig wäre und ihnen einen Zugang zum Gebet ermöglichen würde. Daher habe ich den Pfarrer gefragt, ob es eine Möglichkeit geben kann, Geld zu sammeln, um eine Restaurierung vorzunehmen. Das Geld kam zusammen und das schöne Kreuz wurde restauriert. Heute zieht es immer mehr Gläubige an, die an diesem wunderbar ruhigen Ort verweilen, um eine Verschnaufpause in ihrem stressigen Alltagsleben zu machen. Die Armen können auf diese Weise entdecken, dass es Mitleid in der Welt für sie gibt und dass die Kirche ihr Mitleid irgendwie mit ihnen teilen möchte.